Interregio 2314 Emden Außenhafen. Es ist 6 Uhr. Fahren werden wir die Baureihe 101 von der Deutschen Bahn, 405,5 Tonnen schwer, 8 Wagen im Zugverband und 202,2 Meter lang. Auf der Strecke Aachen Hauptbahnhof, Kölner Bahnhof. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train Sim World 3. Der Danny spielt das mit einem weiteren Szenario aus dem Creators Club. Und ich würde sagen, wir beginnen. Müssen natürlich als allererstes mal den Fahrtrichtungswender einstecken und nach vorne verlegen. Dann können wir die Türen öffnen, können die Zuglichter einschalten. Den Fahrtrichtungswender haben wir nach vorne verlegt. Sehr schön, dann können wir die Lichter einschalten, können das aufsperren. Das haben wir soweit. Das machen wir. Da müssen wir natürlich noch die Zugsicherungssysteme einschalten. SIFA, PCP und LZB müssen die Zugspitzensignale auf Spitzensignale stellen. Können uns wieder hinsetzen. Sehen, dass wir Fernlicht an haben, das brauchen wir nicht. Können hier noch die AFB einschalten. AFB. Können derweil die Tür wieder schließen. Können noch die AFB auf 40 vorverlegen. Schließvorgang eingeleitet. So, das haben wir auch soweit erledigt. Dann sind wir abfahrbereit, würde ich sagen. Gucken uns das Ganze noch eben von außen an. Und sehen, dass hier so ein bisschen was los ist. Allerlei Farben vorhanden hier. Und ich würde sagen, wir starten. Lösen die Bremsen. Und schalten langsam auf. Auf geht's. Erste Station. Düren Hauptbahnhof. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Wir dürfen natürlich vorerst nicht mehr als 40 fahren. SIFA. SIFA. Und natürlich die SIFA drücken. So, dann sehen wir, was hier noch so steht. Also ich habe da schon so ein bisschen vorgespielt, das Spiel und beziehungsweise dieses Szenario. Und uns kommt da so einiges entgegen. Wie ihr seht, dort. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. SIFA. So, 28 Kilometer bis Düren. An diesem frühen Morgen. So. Sieht jetzt schon viel, viel besser aus. So, dann können wir aufschalten. Die verdrücken natürlich. So. 100. Dann dürfen wir gleich 120 mit unserem Interregio. Bin ich ja mal gespannt, ob wir hier ohne Zwischenfälle ans Ziel kommen und ob uns wieder das ein oder andere rote Signal aufhalten wird oder man weiß nie.
So, 120. Ursprünglich ist dieser Zug nach Emden-Außenhafen unterwegs. Vielleicht kennt sich ja der eine oder andere da aus. In dieser Gegend. Also ich kenne Emden wohl, ich war da auch schon, aber Emden-Außenhafen sagt mir nichts. Kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Die Sonne geht langsam auf, sie steht schon oben am Himmel, scheint fleißig hier ins die Führerkabine rein. Wunderschön. Fahren wir fleißig unsere Kilometer ab. Aber ich kann euch versprechen, ganz so gemütlich bleibt es nicht. So, da ist es nämlich soweit. Gehen wir direkt runter auf 80. Weil wir nämlich gleich unter 85 sein sollen. Da haben wir nämlich schon unser erstes rotes Signal. Während uns hier Silberlinge entgegenkommen. Ja, ich wusste es. Ach, ich wusste es. Das ist mir vorhin nicht passiert, komischerweise. Türfreigabe. Naja. Türfreigabe. Zugbeeinflussung. 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 So. Zugbeeinflussung. 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 Dann machen wir Folgendes. So. Das ist genau mir vorhin nicht passiert beim Anspielen. Und jetzt bei der Aufnahme passiert's. Super Vorführeffekt. Klasse. 1A. Jetzt ist grün. So, auf 20 können wir aber gehen.
Zugbeeinflussung. 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 So, wir haben keine Beeinflussung mehr, das heißt, wir können wieder aufschalten. Das war der klassische Vorführeffekt. Beim Anspielen, wo keiner zuguckt, passiert es nicht. Bei der Aufnahme voll in die Zwanze. Absolut genial. Das kann auch noch spaßig werden. So, 110. Sifa, Sifa. Naja, beim Creators Club gibt es sowieso keine Medaille. Von daher ist es jetzt unerheblich. Wird da jetzt Gold, Bronze, Silber? Weil, wie gesagt, es gibt keine Medaillen. Von daher spielt das keine Rolle. So, es dürfen gleich 160. Bin gespannt, ob wir dann in die LZB aufgenommen werden. Ich habe auch in der Beschreibung etwas von einer Langsamfahrstelle gelesen. Bin gespannt, wie das ablaufen wird. Bei Horem oder so soll das sein. Wunderschön, wunderschön. So, jetzt kommen gleich die angesprochenen 160. Sind die 15 Kilometer auch kein Problem mehr? So. Wobei ich nicht glaube, dass wir jetzt auf diesem Abschnitt bis Düren noch in die LZB aufgenommen werden. Das wird wahrscheinlich dann erst im weiteren Verlauf passieren. Soweit ich mich erinnern kann, auf jeden Fall. Gleich 80. Nee, das wird nichts mehr mit der LZB.
Das wird nichts mehr. So. Vielleicht die angesprochenen 80. Zugbeeinflussung. Also diese Zeit, dieses Zeitfenster, das man hat, bis auf unter 85 zu kommen, das ist schon ziemlich heftig, oder? Wie findet ihr das? Also da muss man schon ziemlich in die Eisen gehen, vor allem wenn man auf hoher Geschwindigkeit ist. Man hat nicht viel Zeit. Wenn der Balken abläuft und man ist über 85, zack, ping, Zwanse. Also das ist schon, da muss man sich schon echt beeilen. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Oh, gleich rot? Ne, doch nicht. Wir fahren hier rum, alles klar. Darum auch die 80. Verstehe. Natürlich, Gleiswechsel gemacht, den jetzt dürfen wir gleich wieder aufschalten. Logisch. Wahrscheinlich die angesprochene Langsamfahrstelle. So, auf geht's. Aber irgendwie ist die Sonne verschwunden. Kann das sein? Ist ziemlich bewölkt auf einmal. Fängt das wahrscheinlich noch an zu regnen? Wer weiß, wer weiß. Da fliegt ein Flugzeug. So, dann haben wir Düren gleich erreicht. Von da aus startet dann die letzte Etappe Richtung Köln. Man sagt ja immer so, ne, dass Düren bei Aachen so leichtfertig, aber dass das doch knapp 30 Kilometer entfernt ist von Aachen, das kann man sich gar nicht vorstellen, ne, wenn man das nicht hier so sieht. Also 28 Kilometer von Aachen entfernt ist dann doch schon noch eine Strecke. Wenn man das so leichtfertig sagt, Düren bei Aachen, sind 30 Kilometer dann doch schon noch viel, finde ich zumindest.
Ach, jetzt sind wir in der LZB. Kurz vorm Ziel, ja, auch nicht schlecht. Aber ich glaube, wir können schon mal ein bisschen die Leistung hier wegnehmen. Weil wir nämlich jetzt bremsen müssen. Jetzt fahren wir nämlich gleich über Düren hinweg. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, da wären wir. Ankunft Düren um 6.22 Uhr. Wir haben noch ein paar Meter. Ha! Mist. Egal, machen wir es so. Da wären wir also in Düren. Da schaut euch doch mal diese hübsche 110 hier an. Ist das nicht eine wunderschöne... Da mal ein Foto von. Aachen, Düren, Köln. Ja, das stimmt soweit. So, wir können die Türen eher riegeln. Schließvorgang eingeleitet. Dann würde ich sagen, auf geht's! Wunderschön, wunderschön. So, nächste Station, Köln
Hauptbahnhof in 36 Kilometer. Können wir jetzt auch schöne 200 fahren. Und zwischendurch einfach die Sie verdrücken. Wunderschön. Dürften sogar 250, aber mehr als 200 dürfen wir nicht, wie ihr da oben sehen könnt. Dürften wir nur, wenn wir solo unterwegs sind. Ich glaube, selbst dann kann die nur 220. Ich bin nicht ganz vertut. Bei wunderschönem Wetter fahren wir unseren frühmorgendlichen Interregio von Aachen Hauptbahnhof über Düren nach Köln Hauptbahnhof. Sifa. Da hat sich die LZB zu Wort gemeldet. Das heißt, wir werden gleich einen Geschwindigkeitswechsel haben. Und 100 km/h, wenn ich das richtig sehe. Oder auf 100 km/h. Wind 7, noch was Kilometer. Ihr seht es da oben ablaufen in der Leiste. Jetzt sind es noch 6,9, 6,8 und so weiter. Schauen wir mal, was passiert. Ob wir noch eine Langsamfahrstelle bekommen oder ob wir noch ein rotes Signal bekommen oder. Ich traue dem Braten nicht so.
Ja, 3 Kilometer sind 100 angesagt. Okay. Ah, wir bremsen schon. Da greift die LZB schon ein. Und wir haben es rechtzeitig geschafft. Wunderbar. Da sieht man, was da links rumfährt und da rechts rumsteht. Wahnsinn, wunderschön. Was ist das denn für eine schöne Zusammenstellung? Schaut euch das links da mal an. Wunderbar. So, weiter geht's mit 200. 17 Kilometer noch. Und wie gesagt, das haben wir noch zu tun. Aber das war ja jetzt auch schön, oder? Wunderbar. So, was fährt da links? Sieht mir wie eine 110 aus. Mein Gott, was gibt die Stoff? Die können wir ja gar nicht einholen. Wahnsinn, das ist eine 110. Ja, Zug überholen, wie geil! Mega. Für alle die, die auch gerne so fahren und wenn ihr da Probleme mit der SIFA habt, die befindet sich bei der 101 immer auf der linken Seite und zwar die dritte von links. Also wenn ihr von links guckt, das dritte Leuchtfeld von links leuchtet auf. Alternativ könnt ihr natürlich auch warten, immer bis der einmal SIFA sagt und drückt dran auf den SIFA-Knopf. Er wird bis zu dreimal SIFA sagen und danach, wenn danach keine Reaktion stattfindet, gibt es eine Zwangsbremsung. Ihr habt immer noch genug Zeit, wenn der einmal SIFA sagt, drückt ihr drauf und das reicht vollkommen aus. Also ihr müsst nicht unbedingt beim Aufleuchten direkt drücken, sondern es reicht, wenn ihr nach dem ersten SIFA aufdrückt. So, noch 8 Kilometer sind wir in Köln. Wunderschön.
So, so wie ich das jetzt gemacht habe. Einfach einmal warten, bis der Sie versagt und dann ist immer noch alles, alles im Rahmen, alles okay. So, wir werden schon gebremst auf 160. Können jetzt auch mal so langsam wieder mit Hutt fahren. Also kurz vor Ziel ist das immer besser, weil da kann nämlich auch schnell die LZB zu Ende sein und dann ist sie jetzt zu Ende oder? Ne, wir sind noch in der LZB. Wenn wir nämlich auf 70 runtergebremst. Vollbremsung. Boah, das wird aber knapp. Leck mich am Arsch. Ende, jetzt geht's los hier. Zugbeeinflussung. 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 So, es ist alles auf einmal hier. Zugbeeinflussung. 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 Gleich nämlich LZB zu Ende. Ich wusste es. Es ist nämlich wieder ein bisschen aufpassen gefragt hier. Zugbeeinflussung. Schon sind wir im Kölner Raum. Perfekt. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Jetzt los. Zugbeeinflussung. 40. Zugbeeinflussung. Jetzt leck mich am Arsch. Was geht denn jetzt hier ab? Höhefreigabe. Höhefreigabe. Warum bleiben wir jetzt stehen? Kann mir das mal jemand sagen? Zugbeeinflussung. 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 Ah, was ist denn jetzt hier los? Ganz ruhig. Da gab es jetzt gerade irgendwie ein technisches Problem. Eine Zwangsbremsung war es nicht. Was hätte der angesagt? Oder war es der Zwangsbremsung? Nein, ich habe nichts von Zwangsbremsung gehört. Na egal.
40 können wir ja, waren wir ja noch nicht zu schnell. Ist ja noch nicht 40 gewesen. Kommt er jetzt erst? Also irgendwas passt überhaupt nicht zusammen. So, ich bleib jetzt mal unter 20. Ja, ist ja gut jetzt. Oh Mann. Jetzt haben wir's. Ist gut. Jetzt weiß ich, woran es gelegen hat. Und zwar, ich zeig's euch. Da, seht ihr den? Da, das war der Fehler. Da hätte ich quittieren müssen. Da hätte ich quittieren müssen. Dieser blöde Magnet hat mich gebremst. Naja. Ist das halt so? Schaut mal, was hier so rumsteht. Das ist doch auch nicht zu verachten, oder? Schließvorgang eingeleitet. So, das war's mit dem Szenario und mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich in einem nächsten Video wieder. Habt noch einen schönen Sonntag, habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Euer Danny Spieters. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss.